Moin Moin, meine lieben Freunde, und willkommen zurück auf meinen Kanal. Wir spielen immer noch Starlink und wir sind immer noch auf dem Planeten. Wie heißt denn der? Haven. Und haben mir gedacht, wir nehmen mal die Pyramide ein hier. Und zwar ist das die Pyramide hier oben: Rabas Gipfel. Da kriegt man immer legendäre Sachen, deswegen fliegen wir da mal kurz hin. Ich hatte schon mal zwei Pyramiden eingenommen. Ich weiß nicht, in einer Folge habe ich es gezeigt, in einer Folge glaube ich nicht, leider. Aber das macht nichts, deswegen holen wir uns das hier. Hier sind meistens Hardcore-Gegner bei. Also gar nicht mal so, dass er so viel Schaden macht, aber der hat ordentlich viel Ausdauer. Warnung, der Gegner ist gegen Hitzewaffen resistent. Die Waffe richtet mächtig Schaden an. Weiter so. Wir holen unsere Kollegen dazu. Happy hier. Bin im Anflug. Oh. Game over. Gut, dass wir noch ein Schiff haben. Sonst wird's ärgerlich. Aufpassen hier, dass er uns nicht ganz trifft. Ein bisschen verstecken hinter den Felsen. So. Aber er ist zerstört worden. Gut für uns. Haben nicht so viel gemacht, wie ihr gesehen habt. Aber unser Kollege hat ordentlich geholfen. Perfekt ist. Ich frage, wo die Kiste jetzt ist. Die brauchen wir. Wo liegt die denn jetzt? Gipfel. Diese Kiste ist ja da, wo der ganze Schatz drin ist. Aber wo hat er die hingelegt? Was gerade im Einspiel da, da vorne ist sie ja doch irgendwie. Aber wo? Auf. Hä? Sehe ich, da ist sie. Ah. Geht doch nicht. Hä? Wo scheint denn diese komische Kiste zu sein? Warte mal kurz. Orientierung nicht verlieren hier. Also hier ist auf jeden Fall, ich sagte mir auf jeden Fall eine Kiste an. Sehen kann ich sie trotzdem nicht. Oh Mist, das wäre ärgerlich, wenn wir die jetzt nicht einsammeln. Ach, stimmig. Da! Der Hand. Hätte ich gleich denken können. So. Starlink-Datenbank aktualisiert. Der Zauberer von Raba. Ja, mal gucken, was es ist. Okay, ist für Flügel gedacht. Ah, haben wir jetzt drin? Energie braucht beim Abfeuern dieser Waffe. Ah, okay. So super, aber. Okay. Gut. Haven regeneriert sich gerade so ein bisschen selber. Das heißt, wir können theoretisch hier rausfliegen. Und nach Weiles fliegen und da den Prime zerstören. Dann können wir nämlich oben den Dread da zerstören. Das machen wir jetzt, wenn ihr Bock habt. Ich hab Bock. Auch für die direkt von hier aus eine schnelle Reise machen. Nach oben. Ab nach Wireless. Achso, komm gar nicht mehr raus. So, gucken. Wireless, Schnellreise. Das Coole ist, dann können wir den Dreadnought auch gleich killen. Haben wir schon zwei Sachen geschafft. Und dann ist der Bereich sozusagen clear. Wir können uns dran machen, den nächsten Starlink-Turm aufzubauen. Auf Asha oder Necrom. Auch unsere anderen Kampagnen, wenn man oben guckt. Planen wir nämlich auch noch Asha. Das heißt, wir werden den definitiv Asha aufbauen, damit wir auch die Wolf-Geschichte weitermachen können. Ich nähere mich Wireless. Ich empfange moderate Werte einer Legion-Infektion. Allerdings jede Menge andere Arten Infektionen. So, wir sind eigentlich relativ gut hier bestückt auf
Wireless? Wir müssen eigentlich nur den Prime finden. Wenn sie den überhaupt schon gescannt haben. Eigentlich noch nicht. Wir landen einmal kurz. So. Und vorne? Equinox, wie läuft's? Kann ich hier draußen noch irgendwie helfen? Ich orte ein Wrack in der Umgebung, das ein abgestürztes Legion-Schiff sein könnte. Ich bin dabei. Können wir kurz mal machen? Werden uns wahrscheinlich auch gleich sagen, wo der Prime rumläuft. Bzw. wir finden ihn bestimmt gleich. Also, Karte gerade nicht gut genug. Gerät identifiziert. Hacking-Prozedur initiieren. Achtung, die Prozedur wird sehr wahrscheinlich Verstärkung der Legion anziehen. Mir doch egal. Wollen die auch kommen, die Spackos. Warnung, Legion-Verstärkung ist eingetroffen. Okay, die sind ein bisschen stärker als gedacht. Scheiße, Gravitation, ey. Verstärkung im Anmarsch. Und da wird hier. Warnung, Legion-Verstärkung ist eingetroffen. Okay, hier sind ein bisschen. Kann ein bisschen länger dauern. Ein paar Leute rein. Falco hier. Ich bin schon dran. Hack erfolgreich. Legion-Daten erhalten und bearbeitet. Es wird kalt. Ich will auch gerne hier raus. So. Schon. So. Jetzt gucken wir mal, ob wir den Prime finden. Dass wir hier irgendwo rumtorkeln. Tatsächlich läuft er hier wirklich nicht. Macht doch nichts, dann suchen wir uns einen Turm bei uns in der Nähe aus, den wir einnehmen können. Und dann machen wir ein paar Sonden hin, damit wir die finden können. Ein paar Außenposten, so. Definitiv war hier ein Prime. Da hat er ihn noch nicht geschickt. Doch, doch. Ein Prime, der hier rumläuft. Deswegen machen wir hier einen Außenposten hin, damit wir mehr Reichweite haben und mehr sehen können. Hier? Observatoriumssystem auf grün. Wir scannen jetzt die umliegende Umgebung. Wie ich sehe, haben Sie ein paar Kerne dabei. Wir würden gerne welche erwerben, wenn Sie die verkaufen. Ja, machen wir gleich. Und ich mal ein bisschen größer hier. Oh. Starlink-Datenbank aktualisiert. Willkommen, willkommen. So. Sie genießen die Wunder von Atlas, ja? So, dann müssen wir nochmal unser Schiff reparieren für mal. Bestätigt. Wir machen uns umgehend an die Reparatur ihrer Schiffe. Okay. Wie viel haben wir jetzt hier hinten drüber? Nein. Weit.
ganz gut aus von hier oben. Kann man nur empfehlen, mal die Welt von oben zu betrachten. So, ein Prime in der Nähe. Merkwürdig. Nicht zu fassen bekommen. Gut, dass wir ihn selbst erwischt haben. Noch besser als gedacht. Ich muss ja mal kurz abschießen. Okay, der hat nur einen Streb. Das heißt, er hat nur eine Stufe. Das ist also ein ganz kleiner Prime. Nicht stark genug geworden. Ah, jetzt holen wir Hilfe. Da, es öffnet sich. Auf die Gesichtsplatte ziehen. Da. Das hat Spaß gemacht. Weil es kann eine fremdartige Infektion absolut nicht gebrauchen. So, das passt gut so. Anne, warte. Bleib hier. Bleib unten, unten bleiben. Wir müssen noch den Kern holen. Wir alle sind stolz. Vergiss nur nicht, dir den Prime-Kern zu schnappen, bevor du abhaust. Ja, genau. Jetzt machen. Ja, wir vergessen das Ding. So, den müssen wir jetzt in der nächsten Station fliegen. Diese hier. Erstmal eine in die Station. So, ein paar Outlaws. Hey du! Komm, lass uns tanzen! Ha, erwischt! Ha. Oh! Gut. Geil, wir haben das noch. Nur Frage, ob unser Kern hier noch rumliegt irgendwo. Da. So, sind auf jeden Fall noch ein paar Gegner. Oh, das sieht nicht gut aus für dich. Hier sind noch ein paar. Wenn wir das nämlich hier nicht. Erwischt! Alter, du Scheißviech. Gute Arbeit. Dieser Planet ist ohne diese Penner besser dran. So. Aminostadt tritt Allianz bei. Aber das wollten wir gar nicht. Wir wollten das Kern abgeben. In der Nähe keine Station? Wenn nicht, bauen wir eine. Okay. Schon so ein bisschen schneller zu fliegen zwischendurch. So.
Observatoriumssysteme online. Planetenkartierung läuft. Das können wir gleich nach oben gehen und den Dreadnought besiegen. Hoffe ich zumindest. Oh, hi. Tut mir leid, wenn ich zerstreut wirke. Aber ich bin nun mal der brillanteste Geist diesseits von Andromeda. Bestätigt. Schiffsreparaturen im Gange. Was man mit einem Prime-Kern alles machen kann. Und sie schenken mir einen. Ich bin gerührt, Partner. Das wird unsere Anlage voranbringen. Super. Und wir fliegen nach oben. So, ab zum Dreadnought. Den killen wir auch noch. Huch. Ah, komm schon raus aus der Atmosphäre hier. Gute Nachrichten. Eine Elektrumlieferung von uns. Oh, guck mal hier, die sind. Das 10, also ein bisschen stärker als letztes Mal. Trotzdem werden wir den Dreadnought jetzt killen. Prospektor-Freunden ist gerade eingetroffen. Gehen wir mal hin. Ob wir den schaffen, weiß ich nicht. Ich hoffe es einfach mal. Unsere Flugzeuge haben wir repariert. Muss ich nochmal nachgucken. Aber wir können mal gucken. Fähigkeit. So, 3 Punkte haben wir. Das heißt, wir können Sippy bastelt an der Ausstattung des A-Wing herum und ermöglicht dem Flügelmann den Einsatz von Laserkanonen. Das klingt doch gut. Jetzt nehmen wir mal. Sehr gut. So, hoffen wir, dass wir in keine Falle geraten hier. Haben wir jetzt gar keine Lust zu. Wir wollen einfach nur direkt dahin. Klar, kommt ein Meteoriten. Die sich vergrößern so, ne? Wir fliegen einfach drüber hinweg. Damit haben sie wahrscheinlich nicht gerechnet. Warnung, Outlaw-Hyperraumfalle im Anflug. Oh. Heute ist wohl unser Glückstag. Gib uns dein Elektro. Oh. Und zwar alles. Ich werde nochmal angreifen. Shit. Oh, das sah schmerzhaft aus. Das kriegen wir, glaube ich, gar nicht hin. Och komm, das ist doch scheiße. Das ist doch scheiße. Jetzt wollten wir eigentlich ja hin mit den beiden Flugzeugen. Ah. Erwischt! Wir sind erledigt! So ein Kack. So ein Scheiß. Blöden Outlaws. Auch nur, weil ich in diesen blöden Felsen geknallt bin. Kacke. Na gut, müssen wir versuchen, mit einem Schiff das zu schaffen. Outlaw-Hyperraumfalle im Anflug. Wieder. Eigentlich dürften die keine 8 bis 10er, wir sind auch höher, ne? Also wir versuchen es mal. Kann mir gut vorstellen, dass wir es schaffen. Warnung, Outlaw-Hyperraumfalle im Anflug. Glaube ich nicht. Annäherungsalarm, Legion Dreadnought, Hyperantrieb deaktiviert. Keiner hin. So, schnappen wir uns die Waffen da oben.
Okay, wir müssen den Gegner noch ballern. So, einen oder haben wir noch? Hier ist das nichts, muss hier vorne sein, ne? Die Geschütze sind aus! Aktiviert die Okularstrahler! Ja, die Okularstrahler, jetzt müssen wir erstmal die Flugzeuge. Triff sie, wenn sie offen sind. Lasedinger treffen. Ja. So, die nächsten müssen wir leider so killen. Wollen wir fliegen? Mal kurz hier rüber. Oh Mann, 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 Mann. Nervig hier.
Okay. Raketen im Anflug. Der Werfer ist unser Weg da rein. So, jetzt können wir rein. Los geht's. Ich glaube, es wird von Dreadnought zu Dreadnought schwieriger und schwieriger. Aber wir probieren es mal. Wow. Oh! Ah, verdammte Axt! Scheiße! Scheiße, scheiße, scheiße. Oh Mann, 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 Mann. Oh, das ist doch ärgerlich. Bitte, 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 Energie, Energie, Energie. Oh, bitte, bitte, Energie, Energie. Flieg doch langsamer. Langsamer kann ich leider nicht fliegen. Du glaubst, du hast gewonnen. Du hast bloß dein Schicksal besiegelt. Der Landung des Dreadnought wird ein Boah! Geschafft. So, wo ist der Ausgang? Da. Ich bin bereit. Super! Das Ganze doch nochmal ein Flugzeug geschafft. Ich glaube es nicht! Du hast mich zum letzten Mal enttäuscht, Tuck. Komm gar nicht erst zurück. Was euch angeht, Starlink, ihr werdet fallen, so wie euer Anführer. Jawohl! Fox 1, böser Kerl 0. Yes! So, jetzt haben wir doch die ganzen Sektor hier befreit und können uns eigentlich auf den Weg machen, die anderen Sektoren mal anzugreifen. Können wir hier den Prime wegmachen? Hier den Prime wegmachen? Aber das ist ja alles... Ja, leider alles immer noch das Handelssektor-Gebiet. Wir müssen ja eigentlich hier rüber. Also wir müssen... Also hier haben wir einen aktiven Turm, hier haben wir auch einen aktiven Turm. Das heißt, wir müssen jetzt hier hin. Ich würde sagen, das ist unser nächstes Ziel. Das hier. Keine Ahnung, welcher Planet das ist. Das wäre unser nächstes Ziel. Dann die Equity. Hier. Ultratraktor erhöht die Zugkraft. Boah, mach doch ruhig. Erhöht die Tragung. Okay, brauchen wir nicht. Ja, Leute, ich würde sagen, das machen wir als nächstes. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.